So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, wir sind schon da, wie versprochen, und wir geben ihnen jetzt da diese Marke halt wieder. Sehr schön, eure Mühen haben sich ausgezahlt und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. So, jetzt kriegen wir nochmal 1000 Erfahrungspunkte dazu, sehr gut. Und 10 Super-Elixiere gibt er mal. Oh, cool. Auf jeden Fall brauchbar. So. Aufgaben. So. Moment. Wir könnten nach Listarium zurückkehren und 2 Aufgaben wieder hergeben. Das habe ich eh gesagt. Oder wir machen was anderes. Obwohl ich da jetzt nicht wirklich was finde, was mich interessiert. Wir könnten allerdings auch einmal das Auto wieder voll tanken. Oder wir fahren gleich hin. Ich glaube, das geht sich aus. Moment, wo war das Fragezeichen? Da ganz hinten. Okay. Das heißt, wir holen uns jetzt da noch das Fragezeichen da. Tankstellen sind irgendwie überall gleich. Die hier sieht aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ja, würde in Insomnia etwas deplatziert wirken. Aber tolle Atmosphäre. So, wie weit ist denn das weg? 3 Kilometer. Boom. Boom, 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 boom. Na, hoffentlich zahlt sich das auch aus, wenn wir da jetzt dahin fahren. Okay, ich hätte vielleicht doch tanken sollen. Nein, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, damit ich abgeschleppt werde, damit ich nach Hammerhead wieder zurückkomme. Damit wir nicht den ganzen Weg halt wieder zurückfahren müssen. Wir lassen den Tank vollkommen ausbrauchen. Die 3 Kilometer geht sich sicherlich aus. Das Auto verbraucht eh weniger Benzin jetzt, da ich es einmal abgegradet habe. Von dem Standpunkt her sollte es eigentlich passen. Und die Hauptmission sollten wir auch mal fortführen, damit die Map noch größer wird, damit wir halt noch mehr machen können. Jetzt holen wir uns mal das Fragezeichen, schauen wir mal, was das da ist. Ansonsten fahren wir zurück nach Listarium, geben 2 Missionen ab. Und kriegen mehr Erfahrungspunkte und wird dann auch gleich schlafen gehen. Geld kriegen wir dann so und so wieder, da wir den Jägerauftrag auch wieder vervollständigt haben. Also von dem Punkt aus schaut es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, das Auto ein bisschen schneller fahren könnt ihr auch. Wie gesagt, da müssen wir weitermachen, glaube ich, mit der Hauptmission. Nämlich, das ist ja irgendwo da drin. Moment mal. Das sind ja irgendwo 2 Straßensperren. Genau, hier und hier ist eine Straßensperre. Die Dino-Mission kann ich gar nicht machen. Da muss ich vielleicht noch irgendwas anderes machen. Also die mit den Edelsteinen halt. Nämlich die ist ja irgendwo da. Da irgendwo ist ja die. Und die Turbo-Mission ist ja irgendwo hier drinnen. Damit vielleicht das Auto noch schneller fahren kann. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Für mich ist es ja schon blind. Da ist auch so eine Absperrzone. Und hier auch. Das heißt, da nach hinten werden wir auch nochmal kommen. Also ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Da unten waren wir ja zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Und genauso wenig wie hier. Also das wird noch ziemlich lange dauern da. Lassen wir uns überraschen. Wieso fahren wir denn jetzt daher? Da unten ist das Fragezeichen. Oder ist das wieder ein neues Fragezeichen? Wieso fahre ich denn jetzt daher? Asania, Nebenaufgabe. Okay. Oh nein! Oh mein Gott! Das ist diese Frosch-Dingsbums da. Ihr könnt euch daran erinnern. Ich habe ja 2 Parts aufgenommen, wo ich nur Frösche gesucht habe. Oh mein Gott. Was ist das da? Das wird wahrscheinlich jetzt wieder der Dave sein, oder? Ja. Das ist wieder der Dave. Das heißt, wir werden jetzt einmal die Mission da fertigstellen von der Sanya. Ich hoffe, dass das halt irgendwo in der Nähe ist. Und danach werden wir zum Dave runterfahren. Überhaupt weiß ich nicht mal mehr, wo überall Nebenaufträge sind. Es gibt schon so viele Ortschaften da, das ist ja nicht mehr normal. Wo ich halt jetzt dann noch Nebenaufgaben annehmen kann, damit wir halt noch
höher steigen. Es ist schwer jetzt da, irgendwie da irgendwas rauszufiltern. Es gibt so viel da, 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 da unten, da, da oben. Oben, glaube ich, gibt es nichts mehr. Da oben gibt es auch kein Diner. Aber es ist schon viel. Es ist wirklich viel. Und das ist, glaube ich, Listarium. Ich glaube. Nein, das ist irgendetwas mit allerlei. Keine Ahnung. Wurscht. Wir sind gleich da. Ich muss mir da ein bisschen was überlegen. Und schaut euch das an, der Tank, er wird nicht leer, es ist urgeil, es ist super gemacht. So, da können wir mal stehen bleiben. Aber da waren wir ja schon einmal. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Alter, ich glaube, wir haben noch genug, Alter. Vernünftig von dir. Was soll das heißen? Überraschend. So, einen Supertrank wieder kriegt, sehr gut. Und wartet mal. Ja, da hinten steht sie. Servus, grüß dich. Bitte keine Frösche. Bitte keine Frösche. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht wieder Frösche suchen gehen. Oh, da seid ihr ja. Genau im rechten Augenblick. Hier, eure nächste Aufgabe. Wehe, ihr schwätzt. So, Karpfenkröten. Hier, schau mal. Was denn? Was soll ich denn schauen? Ah, da. Nur hier original irgendetwas Spießchen. Ah, er mag ja das, ja. Der Geschmack, den man nie mehr vergisst. Welches Fleisch dafür wohl verwendet wird? Völlig egal, solange es schmeckt. Aber da können wir nichts kaufen. Okay, dann schauen wir mal Aufgaben. Ah, das ist auch wieder urweit weg. Das ist immer so weit weg ist. Alter, schaut euch das an. Von da oben da runter und dann auch noch einen Fußweg bis da nach hinten. Bum, bum, bum. Okay, dann schauen wir mal, wo wir da hinfahren können. Ob das die gelbe Linie da auch noch geht. Ja, das geht. Ich hoffe, da ist kein Gebirge oder sowas. Ich fahre mal bis da nach vorne. Ich glaube, das hier ist überhaupt Gebirge. Das heißt, da werden wir nicht rüber rund kommen. Das heißt, wir werden so rundum und dumm gehen müssen wahrscheinlich. Nehme ich mal stark an. Das heißt, wir fahren einmal bis daher. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Schauen wir uns das einmal an. Würde ich mal vorschlagen. Das schaut geil aus. Es schaut wirklich super aus. Dann müssen wir eh wahrscheinlich wieder zurück zu dieser Ortschaft, um die Quest halt abzugeben. Und dann können wir vielleicht eine neue Quest annehmen, also eine neue Jäger-Quest. Ich hoffe, dass das so geht, wie ich mir das vorstelle. Ist doch die Seilbahn, oder? Bin gespannt, ob wir mit der auch mal fahren. Ich bin echt gespannt. Aber jetzt einmal einen Kilometer darüber fahren. Das ist schon weit weg. Das ist unglaublich, wie weitläufig das Gebiet ist. Sie haben sich echt Mühe gegeben mit dem Spiel. Fällt mir extremst gut. Es gehört halt dazu, dass viele reisen. Und ich glaube, das mit dem Auto ist gar nicht mal so eine blöde Idee gewesen. Ich glaube, ich tue es nur falsch umsetzen, nämlich ich hätte schon gerne, dass das Auto weitaus schneller ist. Das hätte ich schon gerne. So, es ist noch immer ein Kilometer weit weg. Ah, okay, gut, da ist schon das zum Abbiegen. Sehr gut, das heißt, wir sind eigentlich gleich da. Genau, ja. Nur noch 900 Meter. Ein Wald? Was? Bestimmt voller wilder Tiere. Wetten? Du meinst wohl, voll mit Beute zum Jagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Ja, nach Spaß. So, da hat's gefunkelt, aber ich pfeif drauf. So, wir sind eh gleich da. Da steigen wir aus und da gehen wir jetzt da zu Fuß rauf. Was anderes bleibt uns nichts übrig.
Mieses Wetter. Ah, schaut mal, da ist ein Lagerplatz. Kann ich den irgendwie einzeichnen, selber? Da oben. Ja, jetzt ist er einzeichnet. Sehr gut, den haben wir selber gefunden. Das heißt, wenn wir die Quest fertig haben, können wir da zelten. Es ist ja schon 18 Uhr und dann werden sie wieder sagen, oh, es ist schon 18 Uhr, ich muss schlafen gehen. So, die Frage ist jetzt nur, wie wir da rüberkommen. Da liegt mal was. Gelbsteinkristall, das ist fürs Auto. Ah, da hinten ist eine Brücke, schaut's mal. Da hinten ist eine Brücke. Ja, ist eh klar. Riesengroße Monster können wir besiegen, aber wir können keine Felsen raufspringen, eh klar. Da unten sind Viecher. Geht schon, macht euch bereit, Burschen. Die holen wir uns jetzt. Und geht schon. Achso, du musst dich noch entspannen, ja. Haut eine Kondition rauf. Und ab geht die Post. Ich hab gedrückt. Vorsicht! Okay, gut, die gehen alle nur auf mich, das ist sehr schön. So, aber jetzt. Und putz! So, dann du mal schießen, Bronto. Ich glaube, du machst da ziemlich viel Schaden mit deiner Schusswaffe. Ich glaube, ja. Du machst über 1000er, das ist ziemlich gut. Ich habe schon wieder gedrückt, das hat wieder nicht funktioniert. Sehr gut. Gleich, dann machen wir mal Gladius. Also Prompto hat schon mal guten Schaden gemacht. Na, du machst minder bemittelten Schaden, das ist nicht gut. Kein Problem. Aber das Viech haltet nicht viel aus. Und Prompto bitte. Du hast, glaube ich, den höchsten Schaden da. Mit einem 1000er, glaube ich. 1600 irgendwas. Ah, das ist gut. Keine Sorge. Na gut, wenn du meinst. So, und du bist auch gleich weg. Los, vorwärts. So, fast 3000 wieder. Das gefällt mir. Okay, jetzt wird es langsam dunkel. Wir folgen da dem Weg, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass mich der Weg da drauf bringt. Und ich hoffe, dass wir keine bösen Überraschungen da jetzt da sehen oder erleben werden. Auf welcher Stufe sind wir denn? 29. Wir könnten sogar jetzt schon auf 30 auch rauf. Okay. Das heißt, wir könnten einmal, also wenn es jetzt Nacht ist, jetzt ist ja Nacht. Wenn dieses orge Viech kommt, dieser große schwarze Ritter, dann werde ich mich mit dem das erste Mal anlegen. Allerdings nur, wenn er alleine ist. Bleibt wachsam. Nock, sag mal, ein Frontalangriff. Ist das nicht zu gefährlich? Na gut, ich greife von hinten an. Alles klar. Und ich folge dir dann, okay? Genau so ist das. Ja, jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Ich sehe einen Scheißdreck. Leg los, Bronto! So viel zum Thema, du folgst mir. Na. Ja, und ich ist verlassen. Ja, ich sehe nichts. Schieß mal auf das Viech da bitte. Ich sehe nichts. Nichts, ich drücke nur. So, das war's. Moment, das zum Looten holen wir uns noch. Jetzt wird's dir blenden gehen. Ein Urgeil, ein Megaphönix. Oh, ist das geil. Die Mission machen wir aber fertig. Das könnt ihr mir glauben. Ah, ich will nur runter zum Weg, bitte. Danke. Wir bleiben auf dem Weg. In Herr der Ringe muss man den Weg vermeiden.
Sonst kommen die Ringgeister und sie nehmen dich mit. Bei dem ist es, glaube ich, gut, wenn man auf dem Weg bleibt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da durchrennen kann. Die freie Natur. Okay, da oben ist der Weg vorbei. Schauen wir mal. Okay. Da unten. So, gleich auf das da und Gladius bitte. Schauen wir mal, was der Schaden macht. Guten Schaden, guten Schaden. Alles fit? Alles super. Weiter geht's. Alles super. So, wir müssen weiter darauf. Okay, da ist ja der Weg zu Ende, haben wir ja gesagt. Aber da vorne geht er weiter. So, da kommt gleich der nächste. Ich drücke R1. Da hinten. Komm, 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 steh auf. Teamwork, Leute. Die ist hier mit. Da wären wir also. Okay, das Breitschwert. Da sind diese komischen Viecher auch noch, diese violetten. Aufstehen, aufstehen, hin teleportieren, danke. Immer schöne Kanne drauf da. Volle Kanne drauf da. Und Gladius bitte. Aber ich glaube, der macht nicht so viel Schaden wie der Prompt, oder? Oh ja, macht er. Gar nicht mal so schlecht. Schön wie ich ihn stagger, schön wie ich ihn stagger. Die kommen nur bei Nacht, diese komischen Bomber da. Blitzlichter und keine Ahnung, wie die alle heißen. So, Ignis. Markier mal da ein paar. Los, Lord. Das haben wir nicht heute. Das ist gut, das ist gut. Der ist weg. Der ist auch weg. Okay, sind alle weg. Lebt ihr noch? Ja. Noctis? Gerade noch so. Alles ist cool. Okay, Moment. Da hinten ist noch ein Weg. Den können wir auch noch folgen. Da ist sogar ein Item. Ah, roll doch. Ach, geh bitte. Wir folgen den Weg weiter. Auf jeden Fall kommen wir immer näher. Ist halt die Frage jetzt, wo wir da rauskommen. Ich bin müde. Da hinten? Ist ja auch schon ziemlich spät. Was steht da? Zutritt für Jäger verboten. Okay. So, so. Also für mich ist das verboten, dass ich da reingehe anscheinend. Und da oben ist es. Da oben sollte das Viech sein. Aha, okay, doch nicht. Es ist noch weiter weg. Sieht vielversprechend aus. Los, lasst uns mal reinschauen. Hey, schaut mal, eine Dungeon haben wir entdeckt. Was man sich über den Malmalam Wald erzählt. Dann werden wir hier hoffentlich fündig. Ich würde vorschlagen, das machen wir erst im nächsten Part, oder? Die Dungeon, da kriegen wir dann wieder eine Königswaffe. Ja, Part ist jetzt da nicht eine halbe Stunde, aber 20 Minuten müssten reichen. Wir schauen uns die Dungeon im nächsten Part an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.